Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute erzähle ich euch mal, was nächstes Jahr für neue Tiere einziehen sollen und wann es auch für euch losgeht, denn ich werde euch ja beim Gehegebau und so weiter auch nochmal mitnehmen. Und diesmal etwas deutlicher erklärt als bei diesem Hamstergehege, weil ich da halt echt sowas von Stress hatte und alles nach und nach machen musste. Das wird nächstes Mal nicht so sein. Und deshalb würde ich sagen, bleibt gerne dran und hört euch an, was ich vorhab. Bei mir werden ja nächstes Jahr neue Tiere einziehen, wie ihr vielleicht schon in anderen Videos gehört habt. Und heute sage ich euch einfach mal, welche Tiere es werden. Es wird wieder ein Gruppentier und natürlich ein Nager. Und zwar werden es Degus. Ich habe mich für Degus entschieden, weil sie sehr intelligente Tiere sind. Fast so intelligent wie Ratten, aber nicht so sehr stinken wie Ratten, weil sie halt in meinem Wohnraum leben, wo ich auch schlafe. Und deshalb sollten sie halt nicht so unangenehm riechen. Degus sollen nicht viel mehr riechen als Hamster und mein Hamster, den rieche ich gar nicht, also null. Und sie ist jetzt schon über 3 Wochen bei mir und ich habe die Pipi-Ecke immer noch nicht gefunden. Ich wollte mich entscheiden zwischen Chinchilla, Degu und Maushamster. Ich wollte mir zuerst einen Maushamster holen, weil die Tiere halt, also Degus hat extrem viel Nagen. Und ich hatte ein Gehege in Planung, wo sie einen Nageransatz gefunden hätten. Und ja, deshalb dachte ich, komm, dann gucke ich mal weiter. Chinchillas sind somit auch ausgefallen, weil die auch so viel nagen sollen. Und dann wäre der Maushamster in Frage gekommen, einfach auch weil es ein Klettertier ist. Es ist sehr agil, man sieht es viel. Und deshalb dachte ich zuerst, okay, ich würde sagen, dann werden es Maushamster. Habe aber natürlich immer noch mit mir gerungen, habe mich gut informiert über Chinchilla, über Degus. Chinchillas sind dann auch ausgeschieden, weil sie so hitzeempfindlich sind. Und auch wenn es hier oben halt isoliert ist, wird es halt trotzdem relativ warm im Sommer und da möchte ich nichts riskieren. Genau, also bin ich schlussendlich dann auf Degus gekommen, weil ich das Kriterium eigentlich habe, dass ich auch was mit dem Tier machen kann. Und mit Maushamstern kannst du halt wirklich nichts machen, weil es sind so flinke Tiere, wenn du die raus aus dem Gehege holst, kannst du sie erstmal nochmal fangen gehen. Und ja, ich habe halt auch eine Katze. Mir war das Risiko irgendwie zu hoch, dass sie mir auch raus entwischen. Und ich sie dann tagelang nicht eingefangen kriege, weil sie halt echt, die sind nicht zahm, die werden im Normalfall auch nicht zahm. Und da ist es halt mit Degus schon anders, die kriegen einen Auslauf. Die werden auf jeden Fall einen großen Auslauf kriegen, das brauchen Degus einfach. Aber die kriege ich einfacher wieder eingefangen, vor allem wenn sie halt handzahm sind. Und da ich mit denen halt auch viel mehr machen kann, gerade weil sie so intelligent sind, habe ich mich für Degus entschieden. Genau, jetzt wird es alles schon wieder viel zu lang und ausschweifend. Es werden Degus. Anfangen wird es bei mir persönlich am Montag, also morgen. Für euch morgen noch nicht. Also ich werde den Schrank morgen abholen, den ich für die umbaue. Der ist 2 Meter auf 1,80 Meter auf 60 cm. Also 1,80 Meter ist, so wie ich es verstanden habe, die Höhe. Da werden noch 3 extra Volletagen rein gemacht, sodass sie quasi 4 Ebenen zum Laufen haben. Mit verschiedenen Einstreusorten und so weiter. Also ich habe da schon ganz viele Ideen für. Ich werde den morgen Abend um 6 abholen gehen. Der ist auch zu verschenken. Also ich hatte da echt Glück. Und dann wird der erstmal im Garten abgedeckt gelagert. Und dann wird es wahrscheinlich schon Dienstag und Mittwoch losgehen mit Planung, Sägen, also Luftlöcher sägen, Türen aussägen und so weiter. Das filme ich euch alles mit. Für euch kommt das Video aber erst, wenn das Ding steht, wenn das fertig ist. Oder zumindest, wenn es soweit ist, dass ich es oben haben kann und aufbauen kann. Und dann kann ich das mit den Scheiben und den Gittern ja auch noch im Nachhinein machen, da gucke ich noch. Für euch wird es auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis ihr da was sehen könnt. Zumindest halt wirklich, bis ich alles gesägt habe und das Ding hier oben steht. Genau, dann kommt für euch wahrscheinlich das erste Video. Und dann wird es nach und nach, dann wird Zubehör besorgt, Gehege eingerichtet und dann warte ich erstmal ab. Ich werde mir diesmal keine Tiere anlachen, bevor nicht alles fix und fertig steht. Das Hamstermädchen, da habe ich mir schon angelacht, als das Gehege gerade mal halb fertig da stand. Und dann hatte ich natürlich Stress,
weil das Tier wollte in ein neues Zuhause ziehen, Schutzvertrag und alles fertig gemacht. Und ja, dann muss es halt ein bisschen schneller gehen. Und ich möchte dieses Mal einfach keinen Stress. Ich möchte, dass das Gehege fix und fertig ist, wenn die Tiere einziehen. Genau. So viel zu dem Thema. Also habe ich euch ja eigentlich schon alles gesagt. Es werden Degus. Am Montag geht's los für mich. Für euch ein bisschen später. Und dann könnt ihr euch auf eine wuselige neue Gruppe auf meinem Kanal freuen. Ich habe so vor, 4 Tiere zu holen, wenn ich eine Vierergruppe finde, die am besten schon aus der Pubertät raus ist. Und genau, aber dazu kommt dann alles, wenn ich denn weiß, was es für Tiere werden und von wo sie kommen. Also was für eine Tierart, ja, wisst ihr ja jetzt schon und ich auch, aber wie viele es werden, von wo sie kommen hat. Genau. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Degus kennt, ob ihr vielleicht sogar jemanden kennt, der sie hält oder ob ihr vielleicht sogar selbst Degus haltet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!